Ich möchte euch jetzt gerne Texte vorlesen aus dem Buch von Raif Badawi. Das heißt 1000 Peitschenhiebe, weil ich sagen, was ich denke, und enthält eben Texte, aufgrund derer er unter anderem in Gefangenschaft ist. Ich möchte beginnen mit dem Vorwort, mit dem Brief aus dem Gefängnis. Das schreibt Raif Badawi in Jidda am 12. Februar 2015. Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, eine neue Lesart des Liberalismus in Saudi-Arabien zu finden und meinen Teil zur Aufklärung meiner Gesellschaft beizutragen. Ich habe versucht, die Mauern der Unwissenheit niederzureißen, die Heiligkeit des Klerus zu brechen, ein wenig Pluralismus zu verbreiten und Respekt vor Werten wie Ausdrucksfreiheit, Frauenrechten und den Rechten von Minderheiten und Mittellosen in Saudi-Arabien. Das war mein Leben, bevor ich im Jahre 2012 verhaftet und mit Personen, die man aufgrund der verschiedensten Kriminaldelikte festgenommen hatte, zusammengeworfen wurde. Von Mördern, Dieben, Drogenhändlern bis hin zu Kindervergewaltigern. Durch den Umgang mit diesen Menschen hat sich bei mir vieles verändert. Vor allem meine früheren Klischeevorstellungen von diesem Milieu aus rein menschlicher Sicht. Stellen Sie sich vor, Sie würden Ihr gesamtes Alltagsleben mit all seinen Einzelheiten in einem Raum verbringen, dessen Fläche nicht mehr als 20 Quadratmeter beträgt. Und nun stellen Sie sich vor, Sie würden sich diese Fläche mit 30 weiteren, wegen aller erdenklicher Kriminaldelikte angeklagten Menschen teilen. Früher pflegte ich vor dem Schlafengehen, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, mich noch einmal zu vergewissern, ob ich auch alle Türen und Fenster gut verriegelt hatte, aus Angst vor Verbrechern. Und jetzt? Und jetzt lebe ich mitten unter ihnen. Ich schlafe, esse, dusche, ziehe mich um, freue mich, weine, werde wütend, lache oder schreie. All das mitten unter ihnen, unter ihren Blicken. Nach vielen Versuchen und Bemühungen, mich unter diesen Leuten einzuleben, habe ich bewusst versucht, sie aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ich habe sozusagen den Vorhang erst von der anderen Seite aufziehen müssen, um die Tiefen ihrer Welt erkunden zu können. Und erst nach einer Weile kam ich zu der sicheren Erkenntnis, dass auch Verbrecher lachen. Ja, sie lieben, leiden und manche verfügen über ein dermaßen zartes, grandioses menschliches Feingefühl, dass es mich manchmal zutiefst schmerzt, wenn ich es mit dem von normalen Menschen, die mir einst nahestanden, vergleiche. Letztens ging ich auf die Toilette, sah einen Haufen schmutziges Klopapier, Müll, soweit das Auge reichte. Ein triester Anblick, die Wände voller Flecken, die Türen verschlissen und verrostet. Da stand ich nun also, ernsthaft bemüht, mich in diesem Chaos zurechtzufinden, besser mit der Situation umzugehen. Während ich mir konzentriert die Hunderten von Kritzeleien auf den klebrigen Toilettenwänden unserer Sammelzelle durchlas, sprang mir ein Schriftzug ins Auge. Der Säkularismus ist die Lösung. Grenzenloses Staunen überkam mich. Ich rieb mir die Augen, um sicherzugehen, dass das, was ich gerade sah, auch wirklich dort stand. Es kam mir vor wie eine Szene in einem Nachtlokal, in einem armen Viertel, wo all die hässlichen, käuflichen Mädchen zusammenkommen und plötzlich um Mitternacht eine bildschöne Liebesdienerin den Raum betritt, der sogleich mit Freude und Leben erfüllt ist. Keine Ahnung, was mir in jenem Moment alles durch den Kopf schoss und wie mir gerade dieser Vergleich in den Sinn kam. Wie es scheint, kann es in diesem neuen Leben hier nahezu schicksalhaft sein, wenn man sich auf eine andere Kloschüssel setzt. Die Ideen fliegen mir gerade so zu, wenn ich hier mein Geschäft erledige. Ich lächelte und begann darüber nachzudenken, wer wohl der Urheber dieses Schriftzugs sein könnte. In einem Gefängnis, das mit Tausenden für Kriminaldelikte verurteilten Insassen aus allen Nähten platzt. Ich war zutiefst verwundert und erfreut über diesen kurzen, schönen, so andersartigen Satz, dass ich so etwas zu lesen bekam, inmitten hunderter vulgärer, in allen erdenklichen arabischen Dialekten geschriebenen Wörter, mit denen man diese dreckigen Klowände beschmiert hatte, bedeutet, dass es irgendwo hier in diesem Gefängnis zumindest eine Person geben muss, die mich versteht. Jemand, der das versteht, wofür ich gekämpft habe und weswegen man mich hier eingesperrt hat. Doch nur wenige Tage nach diesem Erlebnis sollte ich etwas erfahren, das diese Verbrecherwelt für mich in ein regelrechtes Paradies verwandeln würde.
Ein Paradies nach meinen ganz persönlichen und eigenen Kriterien und Rahmenbedingungen. Ein Scheideweg von allem, was ich vor dem Gefängnis erlebt habe. Ja, die Toilette Nummer 5 hat mich stark beeinflusst. Als meine geliebte Frau Ensaf mir sagte, dass ein großer Verlag in Deutschland meine Artikel gesammelt und ins Deutsche übersetzt als Buch herausgeben will, war ich zuerst sehr skeptisch. Ich will ganz ehrlich sein. Als ich meinen ersten Blogpost schrieb, hätte ich mir nie im Leben träumen lassen, dass überhaupt jemals der Tag kommen könnte, wo meine Artikel gesammelt als Buch auf Arabisch veröffentlicht würden, geschweige denn in einer anderen Sprache. Liebe Leserin, lieber Leser, wenn Sie bis zu dieser Zeile gekommen sind, bedeutet das wohl, dass Sie lesen möchten, was ich zu sagen habe. Es gibt Menschen, die der Ansicht sind, dass ich etwas zu sagen habe. Es gibt aber auch solche, die meinen, dass ich einfach ein gewöhnlicher Mensch bin. Einer, der es nicht verdient hat, dass seine Blogartikel übersetzt und als Buch veröffentlicht werden. Ich selbst sehe mich einfach als jenen dünnen, aber zähen Mann, der auf wundersame Weise 50 Peitschenhiebe überlebt hat, umringt von einer jubelnden Menschenmenge, die immerzu Allahu Akbar rief, um der Artikel willen, die Sie jetzt lesen werden. Ja, das Gericht hatte über mich entsprechend dem Ausmaß der Apostasie vom Islam das Todesurteil ausgesprochen. Dann wurde meine Strafe auf 10 Jahre Haft, 1000 Peitschenhiebe und eine teure Geldstrafe von 1 Million Rial gemildert. Jetzt, da ich Ihnen diesen Text schreibe, habe ich 3 Jahre meiner Haftstrafe hinter mir, wurde ausgepeitscht und meine Frau und meine 3 Kinder mussten ins Ausland ziehen, nachdem man sie immer stärker unter Druck gesetzt hatte. All dies grausame Leid ist mir und meiner Familie nur deswegen widerfahren, weil ich meine Meinung ausgedrückt habe. All das war der Preis für jeden Buchstaben in diesem Buch. Raif Badawi, Jeddah, 12. Februar 2015. Gefangenen wieder fordern, möchte ich noch einen kurzen Text lesen. Und zwar heißt dieser Text Leben und Leben lassen und ist erschienen im April 2012 in Al Jazeera. Erstens, viele derer, die den Liberalismus pauschal verurteilen, wissen meistens gar nicht, was der Begriff eigentlich bedeutet. Das hindert sie jedoch nicht, fortlaufend unter den Massen zu propagieren, der Liberalismus sei per se gegen die Religion. Und indem sie das tun, stecken sie den Liberalismus paradoxerweise in die Schublade der Religionen, was völlig falsch ist. Der Großteil der erbitterten Gegner des Liberalismus hat eine Ausgangsidee, die an sich jeden Dialog und alles, was Menschen befreit, ablehnt. Nicht, dass jenen Predigern, die mit dem Verstand der Menschen Geschäfte treiben, der Teppich unter den Füßen weggezogen wird. Also strengen sie sich an, immer schön weiter die Vorstellung zu verbreiten, der Liberalismus sei identisch mit moralischem Verfall und Dekadenz. Zweitens, in einer freien Gesellschaft darf jede geistige Strömung ihre Vorstellungen frei verbreiten. So haben die Leute am Ende das Recht, sich unter jenen Sichtweisen und Ansätzen dasjenige auszuwählen, das am besten zu ihnen passt. In einer Gesellschaft jedoch, der ein einziger ideologischer Ansatz, eine einzige Denkweise aufgezwungen wird, schafft es die dominierende Ideologie immer, alle übrigen Ansätze zu entstellen, während sie von sich selbst verkündet, die einzige Wahrheit zu besitzen. Und dann kommt man daher und sagt, es sei ja die Gesellschaft selbst, die den Liberalismus ablehnt. Das ist schlichtweg falsch. Wollen wir allen gestatten, sich auf die Bühne zu stellen? Erst dann werden wir sehen, was die Leute am Ende wählen. Drittens, der Liberalismus ist nicht an das Verhalten eines bestimmten Individuums geknüpft. Es ist also falsch, wenn wir alles am Verhalten einer Person festmachen wollen, die beispielsweise von sich behauptet, liberal zu sein, sich aber im Widerspruch zum Liberalismus verhält, sodass wir dann sagen, ach,
Das ist er also, der Liberalismus. Jede Person repräsentiert nichts als sich selbst und ihre Gedanken repräsentieren nur sie. Der Liberalismus glorifiziert keine Individuen. Es gibt keine Menschen, die als Symbolfiguren der liberalen Strömung betrachtet werden. Wenn die Personen also wechseln oder sich verändern, fällt der Liberalismus nicht, da er nicht auf Führern basiert. Viertens. Verkürzt kann man sagen, Liberalismus heißt leben und leben lassen. Sprich, dass wir alle die Bräuche und persönlichen Verhaltensweisen der anderen mit allem Respekt anerkennen sollten, sofern diese nicht ihren individuellen Raum und den ihres jeweiligen persönlichen Umfelds überschreiten. Es ist ein Grundrecht des Menschen, zu sagen und zu tun, was er will. Doch diese Freiheit muss vom Gesetz diszipliniert werden. Denn wo die Freiheit der anderen beginnt, hört deine Freiheit auf. Und jetzt würde ich sagen, nach diesen Worten von Raif, machen wir wieder Krach für ihn und rufen: Free Raif! Free Raif! Free Raif! Free Raif! Free Raif! Free Raif!